Schön, dass Sie da sind. Heute zum Thema, wie Rauchen Hormone schädigt, unsere körpereigenen Hormone, welchen Zusammenhang es da gibt und wie Sie es auflösen könnten. Mein Name ist Christine Rosa-Tanner und ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Was viele nicht wissen, unsere körpereigenen Hormone steuern alles. Die steuern körperliche Themen, Gehirnfunktionen, psychische Funktionen. Und es gibt viele Einflüsse, die unsere Hormone schädigen. Heute komme ich zu einem Punkt, und zwar, wie Rauchen auch ein Hormon schädigen kann. Dieses Hormon ist in der Nebenniere, wird dort produziert und heißt DHEA. Ich habe einen Spitznamen dafür. Das heilt einfach alles Hormon. Es ist für vieles zuständig. Es ist ein wichtiges Hormon gegen Allergien. Es ist ein wichtiges Hormon zur Vorbeugung von Krankheiten. Und es hat wichtige Funktionen, uns zu schützen vor schlechten Einflüssen aus der Umwelt. Und dazu gehören nebst anderen Sachen wie Medikamente und Giftstoffe und Umweltgifte auch das Gift, das in der Zigarette drin ist. Und ich sehe eben so viele Leute, die bei mir sind und auch angeben, dass sie rauchen, dass deren DHEA-Wert nicht mehr mindestens 200 hat, sondern bei 100 oder 50 ist, also viel zu schwach. Und dieses Hormon kann seine Aufgaben dann nicht mehr oder nur noch eingeschränkt ausüben. Und das brauchen sie unbedingt, dieses Hormon. In einem vorherigen Video habe ich gesagt, warum manchmal Lust auf Rauchen besteht, weil das andere Hormon zu wenig da ist, das Hormon der Gelassenheit, also das war das Progesteron. Und mit dem Rauchen schaden sie halt auch ihrem DHEA. Deswegen wäre es wichtig, Hormone zu testen, gerade wenn Sie Raucher sind, und zwar unter anderem DHEA, das Stresshormon, Antistresshormon Cortisol und das Progesteron. Und wenn die im Optimum sind, dann können Sie auch leichter mal aufhören zum Rauchen. Unten habe ich Ihnen noch verlinkt, was Sie gleich tun können, und zwar, Sie könnten mal die Gifte ausleiten, die durch Rauchen drin sind, und zwar mit einer dreiteiligen, tollen Magen-Darm-Leber-Kur. Die Leber hat natürlich mit Kampf, mit Giften zu tun, auch mit Nikotin. Und dass Sie da mal einen ersten Schritt schon mal machen und das machen. Und dazu noch Aminosäuren nehmen. Das wäre der erste Schritt. Und zudem freue ich mich, wenn Sie mir eine Mail schreiben. Sie sehen unten meine Mailadresse. Und mir die Situation schildern. Dann können wir gemeinsam einen Weg suchen für bessere Lebensqualität. Bis bald. Ich freue mich aufs nächste Thema mit Ihnen. Ihre Christine Rosa-Tanner.